Haben wir Mehl, Tomatensilos vorbereitet und mit Gordo bestrichen. Dann Salami und Schinken drauf da. Und ein bisschen Parmesan drüber und ein bisschen Parmesan. Voilà, und der Backofen ist vorgesehen auf 180 Grad. Und jetzt müssen die Tortillas dann da diagonal schneiden. Und ich habe jetzt 180 Grad, 8 Minuten lang im Backofen. Und ja.